Hallo. Hallo. Oh, danke schön. Danke. Hallo. 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 Puh. Blau, rot, das ist so wie so einmal gestrichen. Das ist der Schlafraum. Schlafraum ist da drüben. Das soll ein Wuselraum. Wusel. Sie haben ihn Wuselraum genannt. Ich weiß nicht, was ich Wuselraum. Ein Wuselraum. Hallo. Die Sterne und so weggemacht. Ach, ja. Aha. Weil ihr seht es immer noch durch. Ja, Vorsicht. Ach. Und auf schwarzen Anzug, weiße Farbe. Kommt okay. Das passt. Ja. Weiß. Wir lachen doch wenigstens. Nein, das Team ist nicht raus. Du kommst hier nicht mehr raus, sauer. Das war bei der Grundschule, aber auch immer gleich. Tine, bleib in unserer Nähe. Tine, bleib in unserer Nähe, damit wir dich nicht verlieren. Das ist dein Kindergarten. Ihr wisst aber schon, dass die Farbe an die Wand soll und nicht irgendwie ja. In euer Gesicht. Ja, das war die erste Stunde, haben sie sich gewusst. Ach so, da wurde dann erstmal eine Farbschlacht gemacht. Ja. Also ich erinnere mich nur an 2009 an so eine Gruppe in Bischofsheim, wo dann auch so, ja, wir haben, das waren fünf von unseren Jüngeren, also was heißt von unseren Jugendlichen, wo wir gesagt haben, die kümmern sich um den Streichen. Immer kam es wieder, der Raum ist gestrichen, dann hast du sehr gut so gemeint, ja, nicht nur der Raum, oder? Also wirklich komplett, wirklich so, auch voll mit Farbe waren. Das hört doch zu, oder? Ja, anscheinend. Aber der Raum war auch wirklich gestrichen. Ja, dann geht die Farbe. Alle nach links weiter geben. So, weiße Farbe von so, ihr kommt jetzt alle erst raus, wenn ihr alle mal mit an der Wand gestrichen habt. Eingegen beschweren, eingegen beschweren. Scheiße war's, gell? Tupf. Nee, ich wollte es wieder und wieder. Bis die Stände nicht mehr zu sehen. Den kriegst du nicht auf. Das geht da davor. Oh, was ist das für ein Notausgang? Naja, du kannst sie entriegeln, aber das mit dem Alarm ist sicher. Stimmt, das war jetzt der Alarm hier, der ja dann, oder? Ja, und wir haben einen Hausalarm, den wir nachts aktivieren müssen. Ja, genau. Wie lange war die jetzt gestern da? Halb zwölf. Boah. Die Wände mussten runter. Ja, ich weiß. Aber das Bild von der Lisa, das kam um 10:30 oder so. Ja. Das war die erste. Direkt hier, wenn die Treppe hochkommt, war die längste, die haben wir nicht um die Ecke bekommen. Die mussten wir klein schneiden. Oh. Mit einer Stichsäge. Gut, dass ich hier ist die auch geprüft gewesen, die Stichsäge vom Elektriker. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe nichts gehört. Du willst manche Sachen hier nicht an. Ja, ich glaube auch. Das ist aber überall so.